Folge 3172. Bruno ist verunsichert, ob er nach all den einsamen Jahren mit der unkomplizierten Gitte mithalten kann. Doch deren direkte Art und die Aufmunterung durch Astrid und Alex geben ihm letztlich den Mut, Gitte seine Liebe zu gestehen. Oscar hält den Streit seiner Eltern nicht länger aus und macht Judith zu seinem Feindbild. Alex versucht sich als Vermittler, ist jedoch außer sich, als Judith ihm alle ihre Intrigen beichtet. Auch Gregor ist entsetzt über Judiths Generalbeichte bei der Staatsanwaltschaft. Neben den juristischen Konsequenzen steht jetzt seine Ehe mit der Belogin Carla auf dem Spiel. Gregor bleibt nur noch der Kampf im Brunos Hof, bis auch dieser Plan plötzlich durch einen anderen Käufer zu scheitern droht. Denn Gunde hat sich definitiv gegen Ecuador und für Lüneburg entschieden. Da er sein altes Land verpachtet hat, kommt er unerwartet mit Bruno ins Geschäft. Was die Pläne von Henning und Gregor durchkreuzt? Als Anton wieder mal Vivian uncharmant anbaggert, hat diese die Nase voll und gibt zu Antons Erstaunen plötzlich nach.